Und da sind wir wieder. Juhu. Eine weitere Folge Let's Play Starbound mit Überlebenskünstlerin Bella Nero. Juhu, hallo. Und Und dem Crapjack. Juhu, hallo! Und so. Da ist das So. Vögelchen. Mich hat es gerade zerrissen beim Versuch, Bela das Leben zu retten. Beides gescheitert. Also, sowohl Bela ist draufgegangen als auch ich. Deswegen sind wir jetzt hier bei einem komischen hüpfenden Vögelchen, was uns was sagt, Bela? Es sagt uns gar nichts, nur es sagt, es kommt aus der Zivilisation und da, wo es herkommt, gibt es noch mehr. Wir können es jetzt töten, müsste ich eigentlich, weil wir sind ja verfeindet. Okay. Aber wir lassen es erstmal am Leben. Okay. Ist ja ein harmloser. Weil wir später die ganze Bevölkerung assimilieren wollen. Genau. Okay, verstehe. Das ist ein Plan, wo ich mitziehen kann. Da habe ich ethisch keine Bedenken. So, das ist die Heuschrecke. Ja, die kenne ich schon. Und da saß das Vögelchen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass hier gleich ein Dorf sein muss, aber es kann. Okay. Da haben wir noch ein paar Bäumchen. Ja, ich glaube, ich kümmere mich mal um die Heuschrecke. Komm Mach her! das. Oh, alles mitnehmen. Sehr schön. Und du siehst ja jetzt mit der Axt auch, das Bäume fällen geht wesentlich schneller. Das stimmt. Und mit der Axt kriegst du auch die Pflanzenfasern wesentlich leichter. Ach, wie schön, so Syn synchron. synchrones Baumfällen. Warte, dann kann ich doch jetzt Fackeln bauen, oder? Ja, wo war's denn? Bestimmt. In der Halle, ha? Nein. Da. Wie viele Fackeln kriege ich denn hin? Ach, 39, das ist doch schön. Ein Blasenbärchen mit Flügeln. Genau. Ja, ich bin mal kurz gegangen. Unfreiwillig nehme ich an. Ja, ich wollte mich kurz ausruhen, ein bisschen hübsch machen. Ach so, Näschen pudern also. Okay, verstehe. Sieht doch. Ich hab's übrigens gekillt. Sehr schön. Du hast ja auch Glück. Also bei dir, es geht ja alles jugendfrei zu. Hättest du jetzt zum Beispiel einen Affen? Oder ein Menschen oder eine Pflanze, würdest du dich nackt nach der Geburt sehen? Aha, und das Aha. sagst du mir jetzt, wo ich mir einen männlichen Roboter erstellt habe. Na danke, Eier. da hätte ich mir doch Ja, so. richtig scharfen Pixel-Pflanzenporno reinziehen können. Ja, so scharf ist das jetzt auch nicht. Du hast recht, es ist nicht so scharf, aber ich meine, ne? Man nimmt, was man kriegt, oder nicht? Ja, das stimmt wohl. Aber man kann jetzt nicht wirklich Genitalien wirklich ausmachen. Es ist einfach nur nackt, das erkennt man. Ich bin jetzt sauer. Wow, Alle wow, wow, Affen müssen sterben. Blasenbärchen ist zurück und hat mich getuschottet. Oh, na dann warte ich kurz auf dich. Wir müssen ja eh unser Lagerfeuer oder so mal einpacken oder zumindest ein Crafting Table, damit wir weiterkommen. Ach, und ich bin zu blöd, um die Wand hochzuklettern. So, ich beam mich jetzt wieder runter. Auf ein neues! Ich verstehe jetzt, warum du kein Hardcore und kein Permadeath spielen wolltest. Ah, du verstehst, Ich sehr verstehe schön. es, ja. Ist eigentlich gar nicht so schlimm, nur irgendwann geht es einem echt auf den Sack und wenn du dann wirklich alles verlierst, Ja. und bei Permadeath, ja, ich glaube, dann ist dein Charakter weg. Also. Genau. Warte auf dich.
Ja, ich musste gerade noch hier so eine laufende Verstopfungs-, hier Anti-Verstopfungswerbung. Okay. Also. Nee, wie hat es genannt? Laufende Abführmittelwerbung, genau. Ah. So, ja. Wollten wir nicht weiter nach rechts? Ja, aber ich wollte erstmal Flut spielen. Ach so. Flut! Und gleich ist die Fackel weg. Zack! Aber es wird kalt, ne? Es wird Nacht und kalt und so sollten wir dann nicht erstmal nach Hause? Und warte, ich gebe dir ein paar Fackeln. Oh, scheiße. Ich hab's versucht. Die sind da unten. Jo. Oh. Ein paar, 40 Stück. Ja. Ja, die Hälfte von dem, was ich habe. Hat hier jetzt endlich wieder Holz. Gut, und nun? Und nun können wir weitergeben und im Notfall einfach eine Fackel irgendwo hinsetzen. Oder wir können zurück und... Ich verstehe deinen Plan. Oder wir können zurück in den Baum, in den Berg. Blasenbärchen mit Flügeln? Ja, ich sehe das gerade. Ach was, das geht. Stirb! Ah, sind ja gar nicht viele! Gott! Lol. Bin ich gerade kurz rausgetappt gewesen, weil er irgendwie gedacht hat, ich... Ja, ich bin schon wieder rausgetappt. Sauber. Funktioniert, er stellt mir das Spiel hier in all möglichen komischen Bildformaten da, aber wir haben es irgendwie überlebt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es überlebt. Ja. Möchtest du auch ein Pflaster? Ah, eins habe ich noch. Okay. Wir könnten uns auch ein Bettchen bauen. Ach nee, wir haben ja kein Crafting Table. Verdammt! Warte, kann ich einen bauen? Nein, kann ich nicht. Gut, dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Oder wir gehen hier rein. Kann man hier reingehen? Ja, sieben. Hey, wir können da reingehen. Okay. Warte, ich muss das mal kurz... Ja. Ich als Vollpro vertippe mich. Oh Gott, dauernd. Nein, wir können hier nicht reingehen. Nein, wir können hier nicht reingehen. Glaub mir, wir können da nicht rein. Ah. Okay, so einfach kann es sein. Ja. Deswegen hält man sich in dem Spiel sehr oft unter der Erde auf. Ah, da kommen wir auch noch hin. Nehmen natürlich auch die teuren Steine und nicht hier den Dreck zum Bauen. Nein, natürlich. Was bringt uns das denn, wenn wir eine Zivilisation finden? Ah, den können wir Sachen klauen, Essen klauen, da kann man Sachen kaufen. Man kann sie alle töten. Hab ich schon erwähnt, dass man sie alle töten kann. Das war das Verkaufsargument quasi. Jetzt hast du mich auch für die Sache begeistert. Und halt mit all dem, was du da findest, kannst du dich auch selbst bereichern. So. Wieso habe ich das jetzt nicht gecraftet? Haben nur 6 Bandagen. Ah ja. Oh, hier nochmal für dich. Zack. Oh. Ich hab dir da mal was ins Wasser gelegt. Du hast mir was ins Wasser gelegt. Ja. Und du willst mich auch nicht ersaufen, ja? Nein, nein. Ich meine, einfach nur meine Schornsteine dicht machen, dann war's das mit mir. Ist ja eh schon erstaunlich, dass du als Roboter ertrinken und erfrieren kannst. Ja.
Es ist erstaunlicher, dass ich mein Leben in deine Hände lege, ehrlich gesagt. Oh, ich bin doch toll. Awesome. Natürlich. Wo sind wir? Was machen wir? Hab mal den Stöpsel gezogen, damit wir was sehen können. Das ist gut. Weil, tada. Ah, verstehe. Da oben sind komische Viecher. Ja, okay. Wir müssen ja eh bald nach Hause, weil wir Nahrung brauchen. Ah, verstehe, das, was du angepflanzt hast da. Genau. Okay. Mein angepflanztes Weed, das macht es einem warm ums Herz. Auch wenn man davon nicht wirklich satt wird, ne? Man kann Brot draus machen, also aus dem zumindest. Stöpsel! Du hast jetzt auch mal gemacht. Ja. Aber wenn du eine gewisse Tiefe erreicht hast, funktioniert es leider nicht mehr. Okay. Da muss man dann quasi einen Weg finden, wie es abfließen kann. Ja, einfach drum herum buddeln oder so. So, noch ein paar Bandagen, die wir dringend brauchen. Ja, so oft wie wir uns verletzen, definitiv. So. Dann wird wieder geteilt. Du musst nicht, ich habe auch noch 4 Stück. Jetzt hast du mehr. Jetzt habe ich 10, ja, danke. So bin ich. Ja. Dann erzähl doch mal was Schönes aus deinem spannenden Leben. Aus meinem spannenden Leben? Ah, das ist... siehst du, wozu du mich bringst? Bringst mich in Verlegenheit, sodass ich mich lieber diesen Viecher hier zum Fraß vorwerfe, anstatt irgendwas erzählen zu müssen. Das tut mir natürlich fast leid. Vollkommen unterbewusste Handlung. Erzähl doch mal was und ich so Angriff! Wie ich? Nein. Ich bin ja auch hier ein Pro-Hacker, weißt du. Ich steuere die Monster. Ja, genau. Ganz genau. Was kann ich Spannendes erzählen? Nichts. Nein, Wildstar geht bald los. 31. März ist Headstart. Das ist doch was Schönes. Ja, das ist auf jeden Fall. Mit den süßen Flauscheviechern. Ja, die süßen Flauscheviecher. Wir spielen ja nicht die Fraktion, wo die süßen Flauscheviecher drin sind. Wir spielen ja die Fraktion, wo die, jeder Mordisch möge mir verzeihen, die Space-Zombies drin sind. Ach so. Die es von der Geschichte her irgendwie... versucht haben, unsterblich zu sein, es dabei aber geschafft haben, sich selber eine tödliche Seuche einzufangen. Und zwar auch komplett volksübergreifend, also von der ist jeder betroffen. Und sich dann mit irgendwelchen komischen Flüssigkeiten künstlich am Leben erhalten müssen, damit sie nicht sterben. Und immer noch hoffen, jetzt ein Mittel gegen die Seuche zu finden. Aber unsterblich sein ist vom Tisch. Also sozusagen Botox. Sowas in der Richtung, genau. Künstlich am Leben halten. Also Botox-Zombie. Ja. Ja. La, 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 la. Ja, ich habe mir, nachdem ich die Werbung so toll fand, wenn die Leute auf die Straße gehen und tolle Werbung machen, wie heißt das nochmal? Gab's Devil's Due, Teufelsbrot. Und in der Werbung gab's auch ganz viele YouTube-Videos davon, da haben sie so einen Kinderwagen alleine auf der Straße lang fahren lassen. Und immer wenn jemand reingucken wollte, ist so ein Zombie-Baby da rausgekommen. Ja, habe ich gesehen. Ja, und ich dachte mir, Mensch, das ist doch ein Film für mich. In dem Film kommt das Baby kein einziges Mal vor. Oh nein. Ist das eine Mischung aus Rosemary's Baby und Paranormal Activities? Ja. Nur in schlecht. Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, war es gut, aber es war dann wohl nicht gut. Nein, es war Zeitverschwendung. Ja, kenne ich. Bin ich auch schon oft drauf reingefallen auf solche Zeitverschwenderfilme. Ja, aber wieso macht man Werbung mit etwas, was in dem Spiel, sag ich schon, in dem Film dann gar nicht wirklich vorkommt? Also man sieht zwar doch, dass das Kind
entbunden wird, aber man sieht noch nicht mal, ob es jetzt wirklich das aus der Werbung ist. Ist es das Kind aus der Werbung? Ja. Wir haben uns neulich mal mit einem Kumpel zusammen Battle Force angeguckt. Weil ich ja so auf Science Fiction und so stehe, ne? Und da war dann auch so, Aliens versuchen, den Planeten Erde einzunehmen und bla bla bla. Und das alles auch noch am 4. Juli. Und natürlich, wann sonst? Genau, weil sie fangen ja natürlich auch mit Amerika an, ne? Logisch. Wo denn auch sonst? Da dachte ich mir schon so, ja, okay, ist ein bisschen risikoreich, aber mein Gott, ja, haben sich die eine Idee eben aus Independence Day geklaut, aber so schlecht, ne, wie dieser Film war. Also, ja, der ist in meiner Hall of Fame für schlechte Science-Fiction-Filme und davon gibt's echt eine Menge. Ja. Also, es ging über Dialoge wie, oh, ich glaube, die Aliens haben gewonnen. Aber nein, es ist der 4. Juli. Amerika muss es schaffen. Sowas in der Richtung. Oh mein Gott. Über andere Geschichten, die einfach... Nein, ich hätte, wäre es nicht so lustig, schlecht gewesen, hätte ich ausgemacht. Also in dem Fall hat es wirklich geholfen, dass der Film auch noch schlechte Special Effects hatte. Sodass man wenigstens darüber sich lustig lachen machen konnte. Ja. Ja, vor allem, weißt du, es ist ein Film über Aliens, die die Erde angreifen, aber du siehst in dem Film nicht ein Alien. Du siehst Roboterdrohnen, du siehst dein Mutterschiff, aber du siehst nicht einen Alien. Nicht einen. Hatten sie kein Geld dafür? Tja, glaube ich auch, weil, ja. Und das Allercoolste war, da hat sich ein Kumpel von mir so weggeschmissen. Der Kumpel von mir programmiert halt Werksroboter, ne? Ja. Und also er hat auch rudimentär eben auch Plan davon, wie man irgendwelche Platinen und sowas zusammenlötet und so ein Kram, ne? Aber größtenteils eben, ne? Und dann siehst du so, wie die irgendwas da zusammenbauen wollen und dann siehst du die eine Truse da aus dem Film auf einer gelöteten Platine mit einem Schraubendreher rumkratzen. Und das muss wohl, also ich kann es mir gut vorstellen, aber das muss wohl was sein, wo jeder... Oh, oh. Oh, du bist schon wieder gegangen, nehme ich an? Ja, ja, ich dachte mal. Bevor ich verhungere, sterbe ich einfach. Ach so. Ja, es lässt mich hier einfach halbtot. Gut. Und das muss wohl was sein, was einem Elektriker oder Techniker wirklich die Tränen in die Augen treibt, wenn man mit einem spitzen Schraubendreher auf einer gelöteten Platine rumkratzt. Ja. Auf jeden Fall hat er sich auch nicht mehr eingekriegt. Hat's denn im Film dann wenigstens danach wieder funktioniert? Es hat so genauso funktioniert, wie sie es haben wollten, zu deren oder zu unserer großen Überraschung. Okay. Ich versuche mal kurz unsere Ernte und die Crafting Tables zu holen. So, ja, ich bin hier die ganze Zeit noch Bäume am Fällen. Vollkommen in Ordnung, Bäume können wir gebrauchen. Dachte ich mir nämlich. So, ich versuche trotz der ganzen Affen zu überleben. Ich weiß, es fällt dir nicht leicht, aber versuche es. Hab auch ein bisschen Fleisch gesammelt. Oh, ein Vögelchen, geh weg, geh weg, geh weg. Gott sei Dank. Ah, aber da gibt auch einen YouTuber, den ich ganz lustig finde. Der macht immer so, nein, süß ist er nicht. Also, weit weg von süß. Er ist ein Horrorfan und er macht dann immer so selbst so Gruselgeschichten, wo er auf Exkursionen geht und irgendwelche Monster und Mythen versucht aufzuklären. Okay. Alles natürlich Food Foundation-Stil. Ja. Und der hatte damit pausiert und dann hat eine Freundin von ihm halt mitgemacht bei einer neuen Folge und wollte ihn dann wieder ins Leben zurückrufen, indem sie Dämonen beschwört und ein Pentagramm in der Garage auf den Fußboden malt. Mhm. Ja, alles klar? Das Pentagramm bestand aus zwei Dreiecken. Also es war zwar ein Stern, aber... Es war der falsche Stern. Es war eindeutig der falsche Stern. Aber ich hab's ihr nicht übel genommen. Es war okay. Der Dämon hat's auch nicht übel genommen. Also meinst du, der Dämon war kein Jude?
Muss er ja gewesen sein, sonst hätte sie ihn damit ja nicht rufen können, oder? Hm. Ist so meine... Hast du auch wieder recht. Ja, stimmt, also war der. Aber das ist doch wieder ein schönes Zeichen für Völkerverständigung, ne? Man sieht über kleinere Fehler hinweg, lässt sich trotzdem mal eben so... Ja, und das Schöne ist, also er spielt es ja schon schlecht, aber sie war wirklich furchtbar. Jedes Mal, wenn sie sich eigentlich hätte erschrecken sollen, hast du gehört, dass sie mit dem Lachen gekämpft hat. Okay. Und sie haben die Garage noch nicht mal richtig dunkel gekriegt und dann hat man halt die Gummimaske vom Monster gesehen und. Ach nee, Dämon war es ja diesmal. Ja. Aber da kannst du dich nur scheckig lachen, auch bei seinen eigenen. Das glaube ich. Komisch. So, ich habe gerade kurz mal mit meinem Handy gekämpft, deswegen habe ich mich hier kurz... Was will dein Handy denn von dir? Ach, es schickt mir Nachrichten, die du mir geschickt hast von vor Anno dazu mal und meint, sie mir jetzt schicken zu müssen. Oh? Eigentlich, weil es gerade so sonnig draußen ist. Ja, sunny. Oder im Sinne von, Mensch, du hängst schon wieder am Rechner. Komm, da hatte jemand auf Facebook geschrieben, geh mal raus. Genau. Geh mal raus zu Facebook. Gleich will dich ja jemand draußen in der Natur treffen. Nein. 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 So, irgendwie hänge ich jetzt gerade fest. Ah, so. Lagerfeuer nehmen wir auch mit. Kann sich nur noch um Stunden handeln? Ja, lass dir Zeit. Ich baue hier weiter Kram ab und tue so Dinge, von denen ich eigentlich gar nicht weiß, wie sie funktionieren. Hätte ich aufgepasst, wie klein der Planet ist, wäre ich jetzt einfach in die andere Richtung gelaufen, um zu dir zu kommen. Weil du kannst den Planeten umrunden. Okay. Aber du kannst dich nicht durchbuddeln. Also du kannst auf der Oberfläche rumgehen, aber nicht unten. Du kannst zumindest nicht einmal von oben nach unten und wieder nach oben buddeln. Ah, okay, also die China-Theorie funktioniert hier nicht. In Europa ein Loch in USA ein Loch in die Erde machen und dann in Asien wieder rauskommen. Genau, das funktioniert nicht. Meistens ist auch Lava im Weg. Also haben sie versucht, das noch zu vertuschen. Ja. Ach, Blödsinn, falsche Axt. Und ich bin neulich auf Planeten gewesen, da war es innen drin Fleisch und Knochen, das hatte ich auch noch nicht. Ah, pack Lavaregen dazu und wir finden es bestimmt noch. Ja. Dieses Tentakelzeug, das zählt aber auch als ganz normales Holz, oder? Solange es groß ist, soweit ich es gesehen habe, ja. Okay. Geh weg, du Bubbelfiech. Lass mich in Ruhe. Geh hier rein, du kommst nicht rein. Da, zu. So. Also ja. Müsste als Holz. Also wenn du es abgebaut hast, siehst du es ja. Ja. Gehst du weg. Okay, ich hab mir auch mal eine kleine Auszeit genommen. Ach so. Dachte mal, ich hatte die Schnauze voll von meinem alten Körper, dachte ich, gönn mir mal einen neuen. Gut. Also beim Sterben verliert man, soweit ich weiß, 30% von seinen Pixeln. Oh. Okay. Noch ist es nicht schlimm. Schlimmer wäre gewesen, hätten wir eine der anderen Versionen gespielt, weil dann würdest du auch noch alles verlieren, was du bei dir trägst. Das wäre vielleicht nicht ganz so angenehm. Das wäre höchst unangenehm, glaube ich. Ach, guck mal, mir hat gerade jemand einen Daumen nach oben geschickt. Ja, wer war ich weiß. Das denn? Wer war das bloß? Weil er eigentlich jemandem anders über WhatsApp schreiben wollte und dieser blöde Facebook-Messenger im Weg war. Ich dachte, das ist jetzt eins. Nee, es ist nicht so eins. Also es ist eins, aber nicht einfach eins, weil warum sollte man sowas einfach machen, wenn es denn auch kompliziert geht? Ey.
Ich muss mal kurz fragen, pfeift das bei dir oder pfeift das bei mir? Nein, das pfeift bei mir. Ah, okay. Du weißt doch, 3 Schornsteine auf dem Kopf. Achso, gut, gut. Bist du links oder bist du rechts rumgelaufen? Guck auf den roten Strich. Ach, ja, stimmt, da war ja was. Da war ja ein roter Strich. Ach, gucke mal, wen haben wir denn da? Hallo. Hallöchen. So, dann packe ich mal kurz Crafting Table aus, zumindest einen. Ach, könnte ich daran auch craften oder muss ich meinen eigenen bauen? Soweit ich weiß, kannst du auch craften, aber ich gebe dir auch gerne deinen. Da, bitteschön. So. Und dann gucken wir mal. Was brauchen wir denn? Bessere Axt. Fürs Quest wäre jetzt der Schmelzofen dran. Den können wir auch schon bauen. Das ist... Wo finde ich denn? Hier? Das ist aber immer noch bei dem weißen Schematics oder Schematics oder wo bist du? Ich bin direkt neben dir. Nein, ich meine jetzt. Der Schmelzofen. Der heißt hier Stone Furnace oder so ähnlich. Ja. Da brauchst du ein Campfire. Das habe ich mir ja gerade geklaut. Und den Stein, so. Kann dir bestimmt auch noch mal ein Campfire craften. Zack. Ich baue mir jetzt erstmal. Wo war denn das? Ich hab's doch vorhin gesehen. Irgendwo gab es doch hier auch einen Pfeil und Bogen. Ein Hunting Bow? Ja. Irgendwie verschwindet gerade alles. Der ist direkt unterm Campfire, dafür brauchst du Pflanzenfaser und... Der war auch bei mir farbig. Jetzt muss ich mal gerade gucken, irgendwie. Diese Pixelgrafik, ich muss damit erst umgehen lernen. Bist du denn im Crafting-Table oder bist du beim normalen Crafting? Also Crafting-Table, sagt er mir, oben gut. In dem Fenster. Gut. Er sagt mir aber nichts. Bei Waffen zeigt er mir nichts an. Die ist ja auch keine Waffe. Hier, zack. Hast du mir einen gebaut? Jo. Danke. Ich bin zu doof. Nein, das ist unübersichtlich. Das muss man erstmal. So. Juhu. Zack. Packen wir den wieder ein. Packen den Hunting Bow auf R. Ach, dann kannst du Scheiße. Was denn? Nein, ich hab nur gerade, dass du da auch so mit... Ich dachte, du machst da einfach einen auf Dauerfeuer. Nee, dann brauchst du Konditionen. Wie heißt das? Stamina? Ich weiß es nicht. Ja, Ausdauer. Ja, genau. Ich hab's doch nicht so mit den ganzen Bezeichnungen. Aber wo wollen wir eigentlich hin? Ja, nach rechts, nach links? Das wollte ich dich gerade fragen. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Oh, hier, ich hab... Sterben? Nein. So. Komm, ich hab einen Bogen! Werde ich nicht weiterbringen. Nicht großartig. Doch. Komm hier hoch. Ha, hab's getroffen. Kann doch nicht wahr sein. Ach. Oh oh. Ich hab dich alleine gelassen, es tut mir leid. Ich hab's getötet. Wieso bist du denn schon wieder? Ich hab doch. Lucky aber, die! Das ist doch. Aber warum bist du denn jetzt schon wieder weg? Weil ich bei solchen Spielen daran gewöhnt bin, ein Krieger zu sein mit guter Rüstung und immer nach vorne stürme und mitten rein und vergesse mich zu heilen. Verstehe. Oh, das Frust werde ich jetzt das Vögelchen töten. Ja, töte das Vögelchen. Los. Stirb! Ja, deine Guards können dir nicht helfen. Es hat aufgehört, sich zu bewegen.
Das ist immer gut. Ich setze mich mal kurz. So. Ich glaube, ich nehme den Sessel einfach mit. Haha. Ich bin runtergetaucht, habe das Wasser abgelassen und habe dann die Fische getötet. Ich bin ein gemeiner Mensch. Ach, da bist du. Wo bin ich? Ach, da, ja. Juhu. Siehst du, wir müssen dann noch irgendwann mal gucken, dass wir irgendwo an der Oberfläche nochmal wieder anfangen anzubauen. Damit wir überleben. Okay. Weil für das Rüstung ist, und so weiter brauchst du eine Menge Erze. Das ist das dein Fachgebiet. Super, nur weil ich hier auf dem Dörfer neben dem Feld wohne, ja? Ja, exakt deswegen. Guck mal, ich mach hier das Licht, ich bin für das Licht zuständig und du machst den Rest. Ja, dann machst du bitte jetzt auch gleich mal zwei hübsche Bettchen für uns. Zwei hübsche Bettchen. Vorausgesetzt, wir haben genug Holzbalken. Da habe ich so viel für dich getan. Und du willst immer noch separat schlafen, ja? Okay. Ist wir gemerkt. Können auch ein Bett, dann schlafen wir halt abwechselnd. Das geht halt nicht in einem. Du kannst Ausreden suchen die ganze Zeit, wenn du willst. Das ist mir egal. Nö, du kriegst jetzt zwei Betten. Madame will zwei Betten. Okay. Ich kann auch Zickenmodus. Okay, du. Ja. Wo finde ich denn Betten eigentlich? Ich glaube, wahrscheinlich nur beim Crafting Table, richtig? Richtig. Okay, den hatte ich ja auch irgendwo, den Crafting Table. Davon habe ich jetzt irgendwie zwei. Warum auch immer. Weil du meinen wahrscheinlich auch noch hast. Willst du den wieder haben? Grad nicht. Du bist doch am Bauen. Ich mache hier die Bäuerin. Mehr bin ich ja nicht gut. Tja, ich glaube, wir sind da auf einen Engpass in unserer Beziehung gestoßen, der sich nicht überwinden lässt. Du willst nicht im gleichen Bett wie ich schlafen und ja. Ich wird ja, aber das Spiel lässt mich einfach nicht. Ach. Naja, wieder ist das Spiel schuld. Ne? Ja, ja. Keine Ausrede verlegen. So, du kriegst schön dein Bett hier bei den Steinen. Das passt sich bestimmt ganz gut. So, wo ich das jetzt hingetan? Da! Ah! Und wenn du willst, kannst du ja auch noch eine Tür bauen. Damit keiner in die Höhle läuft. Jetzt habe ich aber das Bett schon so gebaut, dass also. Dann musst du halt noch ein bisschen Dreck drüber bauen. Ah ja, wir bauen einfach ein bisschen Dreck drüber. Passt schon. So. Siehst du, wir müssen ja das Feld wieder überdachen. Wir sind hier jetzt auf einem Planeten, wo Feuer vom Himmel regnet, ne? Ah, warte, ja. Arbeite dran, Dreck habe ich genug. Oh, naja. Muss mal gucken, im Inventar hast du vielleicht noch welches oder oben bei den Hotkeys. Was denn? Dreck, wenn du nicht genug Dreck hast. Ich hab mehr als genug Dreck. Ich kann dir den ganzen Planeten hier mit Dreck überdachen, wenn du willst. Es war nur die Reichweite, wo es gerade gestört hat. So. Da ist dein Dach. Sehr schön. Nur das Beste. So, wo ist denn... Nein, Crafting Table. So. Oh, ich habe Weintrauben. Tatsächlich, ich habe Weintrauben. Wo auch immer die herkommen. Alles zu. Sehr schön. So, wir haben eine Tür. Sehr schön.
Cool. Und damit... sorry. Und damit beenden wir erstmal diese Folge von Let's Play Starbound. Wir hoffen, dass wir euch in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin.